Dann gab es aber da einen Schlüsselmoment. Und ich glaube, der ist viel wichtiger, als wie ich Bücher schreibe oder der Inhalt dieses Büchleins, sondern da hat ein Junge, also die sind so im Alter zwischen 10, 11 gsi, also erste Klasse, hat gesehen, oh, ist deine Schwester auch Lehrerin? Hat sie gesagt, na? Ja, hat sie das gelernt? Hat sie gesagt, na? Ja, aber sie schreibt Bücher, obwohl sie das nicht gelernt hat. Na? Sie schreibt Bücher, obwohl sie das nicht gelernt hat. Und dann war der Bub still und hat gesehen, aha, das heißt, ich kann das auch mal werden, obwohl ich das nicht gelernt habe. Und dann setzte er, ja. Und dann hat er gesagt, cool. Dann weiß sie in Zukunft, dass sie alles werden kann, auch wenn ich das nicht speziell gelernt habe. Und ich glaube, darin habe ich viel mehr Freude empfunden, als wie das mal ein Buch kauft oder ein Buch von mir vorliest. Diesen Mind zu öffnen, dass mir die Welt offen steht, dass ich alles lernen kann, werden kann, durch kann, mich dorthin entwickeln kann.